Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die platzierbare Windkraftanlage LTW52 in der Version 1.1 an. Das Ganze kommt vom Modder Unimog Fan 1, gibt es noch für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie platzierbare Objekte und dann diverses. Jo, das Ganze, beziehungsweise die Windkraftanlage, ist auch mit den Seasons Mod kompatibel und hat da auch eigene Funktionen. Somit ist es da möglich, beziehungsweise somit achte die Windkraftanlage bei aktivierten Seasons Mod darauf, wie die Wind, also wie der Wind aktuell ist. Geht kein Wind, drehen sich die Räder, also die Rotoren nicht, gibt kein Geld, ist der Wind stärker, dreht sich schneller, ist der Wind schwächer, dreht sich langsamer und somit werden die Einnahmen hin und her tandiert. Ja, soweit so klar. Wenn ihr das Ganze ohne Seasons spielt, stinkt normal. 1 Million Euro Anschaffung, 50 Euro Unterhaltskosten am Tag, 3.350 Euro pro Stunde im Einkommen. Über die Variationen im Seasons gibt es leider keine Daten. So sieht das gute Stück in dem Fall aus. Wie gesagt, Version 1.1, dadurch, dass wir es aber noch gar nicht vorgestellt hatten, machen wir das Ganze einmal komplett. Ihr seht, das Ganze dreht sich, ist schon ein Proller, ne? Muss man ja schon sagen, also ist schon recht groß, aber gut, dafür gibt man auch eine Menge Geld aus. Wir haben hier unten eine Tür, die lässt sich öffnen. Ja, da drinnen haben wir dann auch noch weitere Funktionen. Ansonsten, Achtung, Eisabwurf möglich, gerade in kälteren Zeiten, klassischer Fall. Ansonsten haben wir halt hier das Fundament und dann hier oben halt die Rotoren, ganz klar. Und das dreht sich halt, wie so ein Windrad halt dementsprechend aussieht. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht anschauen, sehen wir, boah, beleuchtet. In dem Fall ist es jetzt hier im Außenbereich erstmal nicht. Wie gesagt, die Tür könnt ihr über die linke Maustaste öffnen, dann kommt ihr einmal hier rein. Also ihr müsst nicht schweben, ihr könnt auch einfach hier über die Treppen, zack, drinnen. Und dann seht ihr jetzt hier Anlage ein aus. Hallo, durfte ich mal bitte? Vielen Dank. Aber wir wollen nicht die Einlage an ausmachen, sondern wir können hier einmal das Licht anmachen. Somit haben wir, wenn wir jetzt einmal nachts hier reingehen, eine Beleuchtung mit im Innenraum. Wie gesagt, hier draußen seht ihr, da tut sich in dem Fall weiter nichts, aber wir haben halt hier noch eine Beleuchtung mit drin. Wir haben zwar diese Lampen hier selber, die werden aber nicht genutzt. Hier wird halt einfach eine Lichtquelle reingesetzt und damit ist das Ganze halt ein bisschen beleuchtet. Das sind die neuen Funktionen der Version 1.1, ja, inklusive der geöffneten Tür. Hier kommt ihr offiziell nicht hoch, ne? Also wenn ihr jetzt ohne Dings arbeitet, wenn ihr jetzt mal die Tür hier lassen würde, seht ihr, wir können zwar über den Flight-Modus mit nach oben schweben, das funktioniert auch bis zu einer gewissen Zeit, hier geht es dann aber nicht weiter und ihr seht hier oben auch warum, ne? Also das ist halt auch nicht dafür gedacht, deswegen dient dann eher nur so den, ja, den dekorativen Zweck, ja, wie man so schön sagt. So, gehen wir einmal wieder hier oder lassen uns eher gesagt hier runterfallen. Weil wie gesagt, so wirklich ist es dafür ja nicht gedacht. Jo, mehr gibt es am Ende des Tages auch nicht dazu zu sagen. Sieht gut aus, hat eine Funktion, bringt euch Geld. Wer mit Seasons spielt, hat dadurch noch realistischere Einstellungen bzw. Umgebungen mit Wind und Co. Und wer ohne Seasons spielt, hat 1350 Euro auf einfach, wie man merkt hier, Einkommen pro Stunde. Kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Sollte auch klar sein. In dem Sinne kann man nichts verkehrt machen. Schöner Mod. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.